So, hi meine Lieben. Heute wollte ich über Killergedanken sprechen. Killergedanken, das ist das Ding, wenn wir uns selbst immer wieder Zeug erzählen, das mies ist. Zeug über uns selbst. Ja? Das kann sein, so, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht intelligent genug, ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Ich bin unfähig, Beziehungen zu haben. Ich bin so mies mit Geld. Das sind diese Gedanken, die nenne ich echt Killergedanken, weil sie uns tatsächlich immer an dem gleichen Ort festhalten, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Killergedanken killen das, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen, was wir sein wollen. Und wir bemerken es überhaupt nicht. Ja? Also wir sind diese tollen Menschen, glauben wir fast immer. Also wir sind eigentlich toll, wir sind super. Wir können alles erreichen, was wir wollen, hat man uns auch immer erzählt. Und dann haben wir so diesen Plan, dieses Projekt, diese Vorstellung, das würde ich so gerne machen. Und während wir uns eigentlich noch vorstellen und wünschen, dass das so sein wird, denken wir Killergedanken. Es geht nicht, es ist unmöglich. Ich kann das nicht. Das machen immer nur die anderen. Ja, ich habe noch nie sowas geschafft. Das ist echt zu schwierig. Ich bin schon zu alt. Ich bin nicht intelligent genug. Ich bin nicht schön genug. Das sind Killergedanken, die in unserem Hirnkastel herumrattern, ohne dass wir es eigentlich direkt bemerken. Weil so im Vordergrund läuft ja dieses, das wünsche ich mir, das will ich, das stelle ich mir vor. Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit, laufen die Killergedanken. So, aber das Ding ist, wenn wir woanders hin wollen als dort, wo wir gerade sind, müssen wir aufhören, unsere Träume, Wünsche, Vorstellungen zu killen, die uns dorthin bringen würden. Und das tun wir tatsächlich. Das ist der erste, der allererste Schritt. Das tun wir, indem wir aufhören, uns zu verurteilen und stattdessen dankbar für uns zu sein. In dem Moment, wo wir diesen Zustand verinnerlichen, ich bin dankbar für mich. Also alles, was ich bemerke, wo ich mich verurteile, dann denke ich weg von und gehe wieder in diesen Zustand von, ich bin dankbar für mich. Wenn ich in diesem Zustand bin, haben Killergedanken keine Chance mehr, weil entweder bin ich dankbar für mich oder ich verurteile mich. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Ja? Das müssen wir echt begreifen. Also, wenn ihr beginnen wollt, eure Killergedanken zu eliminieren und stattdessen euch zu fokussieren auf das, was ihr wahrhaftig haben wollt, darauf, wo ihr hin wollt, müsst ihr wirklich beginnen, dankbar für euch zu sein. Und das zu einem Zustand zu machen, in dem ihr euch vornehmlich aufhaltet. Ja, das ist übrigens einer meiner 7 Master Keys für meinen neuen Kurs Gelassen Leben. Wenn wir also, wir müssen gar nicht mal so groß jetzt anfangen, die Killergedanken zu zerstören, ja, oder uns darauf zu fokussieren, wo denke ich Killergedanken. Wenn ich in den Zustand gehe von ich bin dankbar für mich selbst und das als real fühle, ja, und das so in meinem Kopf ist, so den ganzen Tag, wo kann ich dankbar für mich selbst sein? Wo bin ich es gerade nicht? Wie komme ich da wieder hin? Wenn also das zu meinem Fokus wird, zu meinem vornehmlichen Zustand, Dankbarkeit für mich selbst, haben Killergedanken keine Chance mehr. Das ist so lustig, ja? Ihr könnt es selber mal ausprobieren. Beginnt einfach mal damit, dankbar für euch selbst zu sein. Einfach nur dankbar dafür, dass ihr jetzt da seid, da, wo ihr gerade seid, was ihr bisher geschafft habt, wo ihr heute gerade liebevoll zu jemand gewesen seid, wo ihr liebevoll zu euch selbst gewesen seid, wo ihr irgendwas erledigt habt, was ihr schon lange vor euch hergeschoben habt, wo ihr eurem Körper dankbar seid dafür, dass ihr euch schon so lange hier auf diesem Planeten rumschleppt. Dankbar für euch. In dem Moment, wo ihr dieses Gefühl in euch entwickelt, ist kein Raum mehr, kein Platz mehr für Bewertung, für Beurteilung, für Verurteilung gegenüber euch selbst. Probiert es aus. Ja? Dankbarkeit ist ein Zustand,
in dem ihr nicht mehr bewerten könnt. Und im Umkehrschluss, solange ihr irgendetwas verurteilt, könnt ihr da keine Dankbarkeit spüren. Ja, es ist interessant. Ja? Also, wenn ihr nichts mitnehmt von diesem Video heute, nehmt das mit, probiert es aus. Versetzt euch in einen dankbaren Zustand. Und das kann zum Beispiel sein, indem ihr an eure Kinder denkt, an die Menschen, die ihr liebt, an die Tiere, die ihr liebt, an euren Garten, an den Waldspaziergang. Alles das, wofür ihr dankbar seid. Und das impliziert euch selbst. Ihr in diesem Garten, ihr mit euren Tieren, ihr mit euren Kindern, ihr in diesem Wald. So, versetzt euch in diesen Zustand von, ich bin dankbar dafür. Wenn ihr in diesem Zustand seid, gibt es keine Chance mehr für eure Gedanken, euch selbst zu verurteilen. Und dann könnt ihr den umgekehrten Versuch machen, seid in der Verurteilung. Ich bin mies, ich bin nicht gut genug, ich habe es schon wieder verkehrt gemacht und so weiter. Oder die Welt ist schlecht, ja, die Politik ist furchtbar, alles, was gerade passiert, ist grässlich. Geht in diesen Zustand. Ja, da ist kein Raum für Dankbarkeit. Also Dankbarkeit und Verurteilung, Bewertung schließen einander aus. Ja? So, was wir natürlich erreichen wollen, ich schätze mal, euch geht es da genauso wie mir, ja, wir wollen glücklich sein, wir wollen die Dinge in unserem Leben haben, die wir uns wünschen. Wenn wir also jetzt beginnen, dankbar zu sein, ich schwöre euch, ihr werdet Dinge in eurem Leben haben, Dinge in euer Leben ziehen, Dinge manifestieren, für die ihr dankbar sein könnt. Wenn ihr weiter dagegen in der Verurteilung seid, von euch selbst, von der Welt, von was auch immer, könnt ihr keine Dankbarkeit spüren und ihr werdet immer noch weiter Dinge in euer Leben manifestieren, die ihr verurteilen müsst. Und euch selbst vorne dran. Ja? So einer der 7 Master Keys für ein gelassenes Leben ist: Hört auf, euch zu verurteilen und beginnt damit, dankbar zu sein für euch selbst. Das ist der Anfang. Wenn ihr dankbar seid für euch selbst, könnt ihr beginnen, dankbar zu sein für die Welt, für alles, was ihr da draußen erlebt. Ja? Irgendwo ist da immer ein Zuckerl. Und die Killergedanken, die euch daran hindern, das zu erleben, was ihr euch wünscht, haben keinen Raum mehr. Ja? So, und das Verrückte ist ja, wir entscheiden uns ganz bewusst für die Killergedanken. Ja? Also macht euch nicht vor, dass es einfach nur auf euch einstürzt. Jedes Mal, wenn ihr einen Gedanken denkt, habt ihr die Wahl, ihn zu denken oder nicht zu denken. Das heißt, wenn ein Killergedanke kommt, könnt ihr es bemerken, könnt sagen, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Ich hatte heute eine lustige Konversation in irgendeiner Gruppe, wo ich was gepostet habe und jemand hat mich komplett verurteilt, bewertet. Ja? Und das sind dann so diese Momente, wo ich mir denke, okay, die Person macht das, muss ich jetzt auch streiten, muss ich dagegen halten, muss ich mich rechtfertigen? Nein, ja? Das sind Killergedanken. Ja? In dem Moment, wo mich jemand bewertet, habe ich die Wahl zu sagen, steige ich drauf ein? Muss ich mich jetzt auch bewerten? Muss ich mich fragen, habe ich was furchtbar falsch gemacht? Oder kann ich einfach in dem bleiben, was ich glaube, was ich fühle? Ja? Und dann habe ich der anderen Person einfach nur liebevoll geantwortet. Ja, so siehst du das. Fein. Wie schön, dass es in dieser Welt so viele unterschiedliche Annahmen gibt. Und das nimmt die Luft raus. Und das nimmt auch bei euch den Druck raus, dass da Menschen draußen sind, die euch bewerten könnten. Ja? So in dem Moment könnt ihr einfach nur sagen, aha, cool. Ja? Wo wir beim anderen Master Key wären, nehmt nichts persönlich. Das ist auch einer der 7 Master Keys. Ja? Aber so, also heute soll es darum gehen. Hört auf, euch zu verurteilen. Beginnt damit, dankbar für euch zu sein. Wo ihr dankbar seid, hat Verurteilung, Bewertung keinen Raum mehr. Die beiden Dinge schließen einander absolut aus. Und probiert es aus. Ja? Seid dankbar für was und versucht es dann zu bewerten und versucht irgendwas zu bewerten. Seid in der Bewertung, in der Verurteilung von irgendwas und dann versucht das Gefühl von Dankbarkeit in euch hochsteigen zu lassen. Geht nicht. Die beiden Dinge schließen einander
absolut aus, ja? Und ihr könnt das bewusst wählen. Das ist das Schöne daran. Jeden Gedanken, jedes Gefühl können wir beobachten und dann bewusst wählen, ob wir das haben wollen oder eben nicht. Ja? So, am 15., das ist der Sonntag, Maria Himmelfahrt, glaube ich, habe ich gerade im Kalender gesehen, beginnt mein neuer Kurs Gelassen Leben, die 7 Master Keys für unpackbares Selbstbewusstsein. Den Titel habe ich echt ausgewählt, weil ich habe festgestellt, wenn du gelassen bist, bist du auch selbstbewusst. Ja, also auch Selbstbewusstsein und Ungelassenheit schließen einander aus. So, wenn ihr Lust dazu habt, ich poste den Link dann unten in den Kommentaren. Und ansonsten macht dieses kleine Experiment. Seid dankbar für was und schaut, ob ihr noch was verurteilen könnt. Und dann verurteilt irgendwas ganz furchtbar und schaut, ob dieses Gefühl von Dankbarkeit in euch aufsteigen kann. Wenn nicht, habe ich meinen Case bewiesen. Ja, die beiden Dinge schließen einander aus. Und wenn ich wählen könnte, würde ich immer wieder wählen, dankbar zu sein. Dankbar für mich, dankbar für die Welt, in der ich bin, dankbar für all das, was ich erlebe, weil da ist immer was für mich zu lernen und dankbar dafür, dass ich tatsächlich bewusst manifestieren kann, was ich mir vorstelle. So, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Habt noch einen wunderbaren Abend. Wir sehen uns irgendwann.